Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Ranch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter mit dem Jürgen Gehhilfe. Ich kann das nicht mehr halten. Also, ja, es sind ja auch krasse 7 Liter drin. Oh, meiner. Ja. Jürgen, ich würde sagen, da muss mal ein bisschen Muskeltraining her, oder? Bei 7 Kilo auch, schon? Ey. Ich glaube, die Wampe steht da ein bisschen so im Weg. Mann. Ey, wir haben echt noch 4-mal Quark hier drin? Haben wir die gar nicht mitgenommen? Oder hat irgendjemand hier Quark produziert? Ich nicht. Ey. Naja. Du hast. Eventuell ist da Quark entstanden. Du hast Quark produziert? Ja. Ich kann nicht mehr. Weil ich schmeck die Kühe jetzt zum zweiten Mal. Ich hab die in der Nacht schon gemolken. Ich kann einfach nicht mehr. Wir haben das letzte Mal noch gesagt. Das, was am wenigsten Geld bringt, ist Quark. Was machen wir Quark? Echt? Haben wir das gesagt? Wow. Oh. Er hat sogar noch den Preis für Quark gesagt. Er war nicht. Der war nicht berauschend, ne? Ja, ne. Oh, ne, fast gut. Der war nicht berauschend. Das Gute ist, es sind ja nur 4-mal Quark. Ach. Weißt du, was ich jetzt mit dem Quark mache? Den lege ich jetzt in die Reifekammer und mache Käse draus. So ein Ding ist das. Da hat's doch was Gutes. Nee, hat's nicht, weil der Blauschimmel fehlt. Na, aber da ist der Käse doch schon etwas vorgereift. Nee, der Quark. Ist ja nicht der Käse, ist ja der Quark. So. Na, aber es soll doch Käse werden. Hat jemand den komischen Urlauber gesehen, der bei uns hier war? Nee. Der hat heute Morgen irgendwas von geredet, Strand und Frau und Kinder. Ja, aber und klar, so weg. Sind die immer. So sind die immer. Okay, wir haben hier ein paar Wurstmänner fertig. Wir müssen mal auf jeden Fall reinschauen, was heute im Angebot ist. Am heutigen Tag. So, und meine lieben Zuschauer, ihr kriegt auch eine Aufgabe. Und zwar, ihr schreibt uns nämlich mal ganz fleißig in die Kommentare. Erstens, haut ihr ein Däumchen in die Kommentare. Ja, das ist ganz wichtig. Nicht in die Kommentare, unter das Video. Und ihr schreibt uns mal ganz fleißig in die Kommentare, wie wir es halten sollen. Es kommt nämlich jetzt das neue Update raus. Und neben einmal frei platzierbaren Gebäuden wird es noch ganz viele andere Features geben, die wir euch aber jetzt noch nicht gleich so ganz verraten wollen. Ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall mehr Content, mehr Spielcontent hier kommen. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil wir brauchen auch neuen Content, weil sonst machen wir ja immer den gleichen Quark, hätte ich fast gesagt. Und ihr schreibt ist das uns... Das Wortspiel? Ja, das war ein kleines Wortspiel. Das war so Brady-like Wortspiel. So, ich habe übrigens auch noch zwei Schweine. Und ihr schreibt uns unbedingt in die Kommentare, meine Lieben, ob wir zum Beginn... Also, wir werden hier komplett resettet. Also, es wird alles auf Null gesetzt. Und ob wir zum Beginn 1, 2, 3 Stunden live streamen sollen, alle zusammen, ne? Also Physi und Excel noch mit dazu. Und hier quasi schon mal wieder ein bisschen was... Alter, sind die... diese Schweine. Und schon mal ein bisschen anfangen sollen, was aufzubauen. Oder ob wir rein YouTube-Videotechnisch wieder das Ganze nur machen sollen, ne? Oder ob wir uns quasi über den Livestream schon mal eine kleine Grundlage schaffen, indem wir halt schon 1, 2, 3 Stunden spielen. Na, das könnt ihr entscheiden. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, wir haben das sogar schon mal gemacht. Machen wir einfach nochmal. Und sagt mal Bescheid, was ihr gerne hättet. So, ansonsten haben wir noch eine Kuh im Laden, im Dings. Also wenn wir die Kuh, so viel kann ich euch schon mal sagen. Wenn wir die Kuh in dieses Gehege tun, wird die nicht dicker. Na, warte nochmal, die braucht ja ein bisschen Zeit. Die Kuh nee, also wenn, dann muss die täglich wachsen und die steht seit 2 oder 3 Tagen in diesem Gehege und es ist nichts, gar nichts passiert. Dann wird die auch nicht fett. Ja. So, warte, lass das Schwein noch bitte noch nicht losmachen. Ich muss dir eine Kuh noch hier reinbringen. Komm her. Ja, Fridolina. Ja, eine feine. Nee, tatsächlich ist es so, ich glaube, die Kuh können wir da wieder raustun. Kannst du mal hier aufmachen, dass ich die Sau reinbacken kann? Hier? So, warte. Komm her, Schweini. Schweini, komm doch her, du dumme Sau. Ich stehe auch da vorne wie angewurzelt, oder? Komm her hier. Ah, jetzt, komm, spring doch drüber, komm, du kleine Steckdose. Geht nicht. Ja, wow, ja, jetzt. Wow, Dancing, jetzt. I'm dancing. Ja, ne, was machst du? Ja, ich mach mal einen Bread-Move. Mach da halt mal die Tür zu. Ich mach mal einen Bread-Move, Alter. Komm mal nicht hin. Also ich will nicht sagen, aber du bist zu fett. Jetzt. Okay, pass auf. Ich muss... Okay, die Schweine sind echt komplett doof. Also das ist der absolute Wahnsinn. Wieso kann man die nicht einfach... Warte.
Wieso kann man die nicht einfach in die Hand nehmen? Oder am Ringelschwanz? Guck doch mal, wie sich das sträubt. Das ja, weiß genau, was ihm droht. Das sieht die fetten Schweine da vorne. Seine Schweinsknochen. Warte mal, das sieht so aus, als wäre die Tür noch. Oh. Jetzt. Und das weiß genau, was ihm passiert. Vielleicht hat es auch den Elektroschocker drin gesehen. Meinst du? Weiß ich nicht. Aber mit dem Redenschwein hast du den E-Schocker gesehen. So, warte. Jetzt. Gehhilfe. Oh, jetzt wird's. Wenn die Kuh nicht im Weg stehen würde. Jetzt wird's nichts. Doch, doch. Jetzt kommt's. Jetzt. Komm. Das sag ich auch immer, aber dann wird nichts. Was macht die? Warte kurz. So. Oh, pass auf, auf drei rennst du rein. Lass mal die Kuh hier raus. Oh. Weine, so, komm her. Komm her. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du größer bist wie dein Kollege hier. Oder deine Kollegin. Nee, nicht ein Zentimeter bist du größer. Oh. Ein bisschen dicker sieht sie aus, ne? Wo denn? Wo ist sie denn? Welche ist es denn? Die hier. Klar sieht die dicker aus. Erzähl ich so Käse. Stell die mal neben die. Ne, guck doch mal, du musst den Bauch angucken. Der Bauch ist ein bisschen geformt da. Quatsch doch kein Quatsch. Wirklich? Der erzählt einen Müll. Du musst dich hinter die Kuh stellen. Ja, ja, mach du das. Okay, und da, ne, also hier die zwei Kameraden, ne, die sind schon überfällig, würde ich sagen. Oha. Die können sich kaum drehen in ihrem Stall. Ja, lass mal doch ein bisschen. Die müssen doch reif werden. Hier mal kurz eine Frage. Ja. Hat das irgendeinen Sinn, dass das Benzin hier bei den Hühnern mitsteht? Nee. Okay. Habt ihr alles gemolken? Also sind alle gemolken oder können wir noch mal machen? Ich habe alles gemolken, Milch ist hergestellt, eins ist gerade noch auf dem Herd. Hast du Blauschimmel gemacht? Ja, klar, Blauschimmel überall drin. Sehr gut. Oh. So. Könnte ich meine Nacht in der Speise kann man schlafen? Was ist da im Karton drin? Er hat's gesehen. Ach, was hat der geholt? Wo ist der? Pack es aus! Geh weg, ich will das hier verstecken, Mann! Geh Hilfe, der hat da oben was. Der wo ist denn der? Was. Ich will hier was. Scheiße. Da am Fenster. Boah, das haben wir gleich. Da, nix ist. Was da drin ist. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Hör auf. Hör auf, in der Waffe auf mich zu ziehen, sonst erfährst du es nie. Ich spreng's in die Luft. Nein, kommt mit hier. So. Seid ihr bereit für den Trommelwirbel? Mach mal das Wurstzeug hier weg. Das Ding auch noch? Hast du den wieder geholt? Jetzt halt dich fest, Junge. Bam, Junge! Wow! Das ist der Electrocan, Junge! Der Electrocan Wurstmaker! Los, lass uns was töten! Ja, die zwei dicken Schweine hauen wir jetzt weg. Komm, bring mal die Dings mit. Hol die hier rein. Die Box. Also, lass sie doch hier rein. Was los? Wir sind auch schon so ein bisschen komisch, oder? Neue Maschine. Ey, lass mal was töten. Nur weil ich hier so eine riesen Gasflasche auf dem Arm habe, will die Schweine weglassen. Lass doch die Schweine hier herholen. Oh, Mann, brauchen wir nicht so weit rennen. So. Naja, dann holst du sie doch hierher, ist ja kein Problem. Warte. Au. Aber erstmal nur eins, komm, erstmal nur eins. Beides ist, das ist zu viel des Guten. Hier zu kommt die Gaschen. Los, schnell raus. Oh, warte. Warte, ich mach auf und mach zu. Jetzt raus. Komm, Diggi, komm. Oh, Alter, Junge, komm in die fette Sau. Komm, Diggaschen. Der passt ja nicht mehr vorne. Oh, Junge. Axel sieht aus. Gehe, sieht aus wie deine Mom von hinten, Junge. Letzten. Dafür kriegst du nachher eine Kugel. Aber hat die, als deine Mutter letztes rückwärts gelaufen ist, kam da auch so ein Piepton. Piep. Jochen? Ja? Heißt du Jochen? Nee. Was ist denn los? Könntest du vielleicht deine Waffe kurz nachladen? Warum soll Jochen seine Waffe nachladen? Er schießt dich, wenn du mich erschießt. Ja, Jochen soll ja dich erschießen. So, wie sieht's denn? Das passt nicht. Ja, genau. Geh rein ins Haus mit dem Schwein. Die Sauerei drinne oder was? Also mal ganz ehrlich. Ja, dann mach's doch jetzt. Warte, hast du vorhin warte. Es ist drin im Schwein. Nein. Doch. Ich kann gar nicht hingucken. Soll ich ab? Ja, drück. Oh. Oh. Ich hau da. Oh nein. Hab's. Warte, ich hol die Kühlbox. Wow. Warte kurz, nicht! Oh lol! Können wir beide holen? Bitte lass die Sau doch liegen!
Nicht anfassen, die Sau. Warum, was willst du machen? Nicht anfassen. Oh, guck doch mal, das arme Schwein, ey. Guck dir mal die Zähne an, ist schon ein bisschen eklig, ey. Danke. Oh, was essen wir? Warte, bitte. Wow. What? The fuck? Oh. Warte mal. Ey, hier alles reinlegen, in die Kühlbox. Bitte, Kai, schnell hier alles rein. Wow. Wow. Aber jetzt bin ich ja mal richtig gespannt. Wie, was da rauskommt? Naja, wie das Ding hier funktioniert. Na, reinschmeißen. Oha. Warte. Ja, warte mal, aber was ist denn mit den Eiern? Die legst du oben drauf. Na, mach mal. Meinst du? Hast du hier schon drinne? Ein Fleisch. Ach so, hab ich nee, warte mal. Jetzt schalt mir das an, dann hauen wir einfach nur das Fleisch da rein. Entschuldigung. Was denn hier? Was denn? Ich hab's aus Versehen angemacht. Nee, ich war das. Jetzt muss das Ei da was rein. Ach jo, stimmt doch, war da was. So, Ei ist drin. Na, jetzt kannst du es gleich mal nehmen. Kannst du es gleich nehmen. Ich glaube, hallo, wir können da mehr Fleisch reinballern. Warte mal. Ich stimme noch im Prinzip das andere Ding. Nein. Ey, das geht alles auf den Boden. Boah, ist alles weggelaufen jetzt. Oh Mann, jetzt haben wir ein Fleisch versaut. Nee, du kannst nur ein Fleisch reintun. Ja. Warte, ich bring's Fleisch rein, leiert ihr noch ein bisschen. Haben wir denn nicht da auch den automatischen Press? Jetzt geht das voll automatisch. Was sagst du? Oh. Haben wir nicht auch den automatischen Prestwurst-Maker eventuell dann uns zum Hull? Nee, weil wir haben kein Geld. Wir haben nur 277 Geld. Das ist schlecht. Ja. Aber das ist ja voll geil, dass das jetzt elektrisch geht. Der Electrical Wurst-Machine. Wir sollten vielleicht auch mal anbauen. Kommst rein, junger Mann, kannst rausgucken. So, dreh mal ein paar Würstchen hier. Dreh mal ein paar Wurstkringel. Oh, nee, coole Sache, ey. Kann ich das auch nur noch automatisch machen? Kringel, Kringel, Kringel. Wir brauchen mehr Eier. Ich brauche mehr Wurst zum Kringeln. So, warte. Ja, warte. Wurst kommt. Ich bin noch ein bisschen, Das ist eigentlich mein Spruch früher morgen. Warte mal. Ich brauche mal die Eier. Hier. Was Wurst kommt. Ach nee. Das ist eklig. Also da kannst du, das kannst du ja voll als Einmannbetrieb jetzt machen hier. Du brauchst das bloß noch so. Oh, jetzt hab ich wieder rausgenommen. Aber das ist, da komme ich noch nicht so ganz mit klar. Ich nehme immer die Wurst raus, anstatt den Topf zu nehmen. Das ist echt blöd. Aber gut, ist kein Problem. Nachschub zum Wursten. Ja. Das ist fertig gewurstet. Nachschub. Ey, wir brauchen Eier, ne? Ey, jetzt mal ohne Witz. Wir haben echt nicht mehr viele Eier. Vielleicht sollen wir einfach noch mal ein paar Hühner kaufen? Das wäre nicht verkehrt. Wir haben ja noch den anderen Stall, oder? Genau. Die anderen, die werden ja, ist glaube ich auch so gut wie voll. Guck mal, die kannst du reinhängen. Achso, nee, warte mal, drin ist voll. Ist leider alles voll, ja. Scheiß die mal an. Der Käse ist schon wieder fertig? Ja, da war vier Käsedinger waren fertig, aber ohne irgendwas drin. Ich will nichts sagen, aber wir müssen nochmal zum, wartet mal, macht ihr mal weiter hier? Ich will mal ganz kurz nachschauen, was im Angebot ist. Weil der LKW ist Angebot schneller. Heute, 2,5 Kissen zum Preis von 3. Was? 2,5 Kissen zum Preis von 3. Und soll ich dir was sagen? Ich weiß immer noch nicht, für was dieser Mast ist, den wir hier draußen gebaut haben. Na, das ist ein Funkmast, damit es Funk besser wird. Ja, hast du schon mal einen Funk benutzt? Nö, aber der Fernseher läuft. Wie packe ich das denn jetzt da rein? Wo rein? Wurst, wie mache ich denn jetzt Wurst? Den Topf nehmen und auf das Wurst, da wo Gehhilfe dreht, drauf tun. Ja. Den gesamten Topf. Alter, das Ding fährt sich aber auch wie ein Haufen Schmierseife. Junge. So, jetzt bin ich aber echt probier du mal Gehhilfe. Warte. Kann da nichts reinpacken. Oh, warte. Den kompletten Topf nehmen, ne? Nicht den Wurstmann. Ja, ja. Oh. Ist drin. Ernst Wedel. Hühnerfrikadelle? Was? Käseblauschimmel, Alter? Schweinefrikadelle? Wir müssen Frikadellen machen. Macht Frikadellen. Okay. Ich geh Eier holen. Wir brauchen Frikadellen. Haben wir Blauschimmelkäse? Ja, haben wir noch. 15. Wow! 15. 19 Stück. Nein, fertig. Fertig zu verkaufen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Sehr geil, die müssen wir unbedingt verkaufen. Gibt einen anderthalbfachen Preis. Okay. Wowie, saui. So, also sollen wir jetzt Frikadellen machen, ja? Macht ein paar Frikadellen noch auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt ganz schnell den Käse und die Frikadellen einladen. Ja.
Die Hühner sind ganz schön verkackert, wisst ihr das? Ja, ich mach gleich Alter. Sauber da dran. Ich bin dabei. Jetzt wird erstmal Kohle gemacht. Ja, Alter, okay. Ich komme hier nicht klar mit dem. Es ist aber auch. Junge, wer hat denn hier die Schlittschuhe unter das Ding gemacht? Also ganz ehrlich. Oh, wer parkt denn dieses komische Teil hier so doof? So. Schnell einladen, los. Aber Eier. Ja, scheiß auf Eier, wir müssen einladen. Blauschimmelkäse muss alles rein. Okay. Was her, das Zeug? Okay. Nein, ich habe ihn noch in der Hand. Und die Wurstmänner. Schweinewurstmänner. Aber soll man echt, also Hühnerfrikadellen, wie soll man das denn machen, mal ganz ehrlich? Ja, mit Huhn. Ja, aber, so, aber da musst du die Hühner erstmal übrig haben. Da musst du ja die Hühnerzucht des Todes haben hier. Ja, sollte man vielleicht mal. Vielleicht haben wir auch einfach zu Hühner. Wenig Hühner. Ja, natürlich haben wir zu wenig Hühner. Definitiv zu wenig Hühner. Echt? Ja, klar, guck dir doch mal an, der Stall ist doch noch nicht. Sag mal, sind die Wurstmänner alle durchgereift, die ihr mir hier gebt? Die liegen doch draußen an der Seite. Die zwei hier nicht. Die hier hinten nicht, aber die hier vorne schon. So, was damit? Das ist eine Rinderwurst, Mann. Wollen wir nicht, oder was? Na doch, nehme ich auch mit. Noch was fertig? Die Kringel hier? Ja, nehme ich auch mit. Die fertig sind, nehme ich mit. Oh. Okay, geile Scheiße. Das wird ein Geschäft, das Leben. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir brauchen wirklich viel, viel, viel mehr Platz zum Reifen. Ja, deswegen, wir brauchen das größere Haus. Ja. Wo habt ihr denn die ganzen Kringel her? Ach, hier ist ja auch noch Schweinefleisch drin. Ja, wunderbar. Schnell ein. So. Ja, warte, den Käse auch noch mitnehmen. Nee, den brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir erstmal nicht. Alles gut. Nee. Okay. Oh, jetzt muss ich aber beeilen. Jetzt müssen wir aber ganz schnell Jalla machen. Alter Vater, Käse ein Transport. In diesem Sinne, meine lieben Freunde. Vor der Cliffhanger. Schreibt in die Kommentare. Unbedingt in die Kommentare schreiben. Ob wir streamen sollen. Wenn hier der Reset kommt. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Schaut bei Excel und wow. Freezy vorbei. Tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.